König Karl Gustav, rührende Worte über Beziehung zu König Charles. Das schwedische und das britische Königshaus stehen sich nahe. Auch König Karl Gustav 76 und König Charles 74 verbindet eine langjährige Freundschaft. In den vergangenen Jahren haben sie sich bei öffentlichen Auftritten stets gut verstanden. Nach dem Tod von Queen Elizabeth 96 im September erwies der schwedische Monarch ihr die letzte Ehre, als er an ihrer Beerdigung teilnahm. Zuvor besuchte er zudem die Gedenkfeier von Prinz Philipp 99. Doch Karl Gustav und Charles haben bereits in Kindheitstagen viel Zeit zusammen verbracht. Wie der schwedische König nun ins Gedächtnis ruft. Schon als 16-Jähriger habe er die Royal Family besucht. Ich durfte tatsächlich mit Prinz Philipp, Prinz Charles und Prinzessin Anne auf ihrem Boot Blåtand segeln, sagt Karl Gustav laut Svensk Damtidning in der TV4-Doku Kungahuset 2022. Es ist klar, dass, wenn man sich im Alter von 14, 15, 16 Jahren trifft, wird man irgendwie immer Freunde fürs Leben bleiben. Schöne Worte, die König Charles sicherlich erwidern kann. Ihr größtes Weihnachtsgeschenk haben Marie, 29, und Louis de Groot, 30, bereits vor Wochen erhalten. Ende November verkündeten die beiden, dass sie erstmals Eltern werden. Seitdem hat die werdende Mutter ihre Fans mit bezaubernden Babybauchfotos begeistert. An den Feiertagen haben es der Sohn von Stephanie von Monaco, 57, und seine Frau anscheinend ruhig angehen lassen, wie ein privater Schnappschuss beweist. Louis und Marie posieren an Heiligabend im gemütlichen Partnerlook vor ihrem mit roten, goldenen sowie silbernen Ornamenten geschmückten Baum und strahlen in die Kamera. Mit dabei ist natürlich ihr geliebter Hund Pancake, ebenso wie ihr größter Schatz, den Marie unter dem Herzen trägt. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com/svenskdamsee